ich werde immer wieder gefragt, logischerweise, was das so ist, was wir hier erleben. Und es ist tatsächlich einfach extrem schwer in Worte zu fassen. Aber das Coole ist, dass das halt im Moment ganz viele Menschen erleben und jeden Tag mehr darauf aufmerksam werden, was gerade irgendwie abgeht. Und zwar ist das, also ich weiß, dass wir alle gerade angefangen haben, uns wieder füreinander zu öffnen und dadurch im anderen uns selbst zu erkennen und uns darüber automatisch für uns selbst öffnen. Und auf einmal wieder einen Eindruck davon bekommen, wie geil eigentlich miteinander ist. Weil wir es auf einmal fühlen, wieder ganz bewusst mitbekommen und sagen, da ist es. Und dem dann folgen und uns immer mehr mit diesem Gefühl, mit diesem Wir-Trip zu beschäftigen und uns daraus, durch dieses coole Gefühl, dass dieses Wir in uns hervorruft, in der Lage sind, unser Ego loszulassen, weil wir etwas anderes haben, weil irgendwas braucht man ja immer. Ne? Du kannst nicht einfach mal sagen, mach das nicht, aber man muss eine Alternative haben. Man kann nicht einfach sagen, folge nicht mehr den Regierungen, sondern man muss die Alternative haben, wem man dann folgen kann. Weil irgendwem muss man folgen, irgendeine Führung brauchen wir. Aber wir sollten mal die Person wir müssen uns selber folgen. Und das kapieren mittlerweile immer mehr Menschen, wie das geht. Sie können es umsetzen. Sie kennen das nicht nur als eine theoretische oder als Theorie, sondern sie finden auf einmal praktische Erfahrungen darin, was das bedeutet, wenn man sich selber und seiner Intuition folgt. Und der Weg ist halt eben ganz, ganz klar. Es geht immer genau dahin, also ne, haben wir auch dieses, also ich habe auf einmal Zugriff auf Worte, die ich vorher so nicht benutzen konnte, aber zum Beispiel, wenn jemand wissen möchte, wo es lang geht im Leben, konzentriert euch einfach da drauf, wo in eurem Umfeld die meiste Liebe auf euch zukommt. Da geht's lang. Und da, wo Druck ist, da, wo Erwartungen sind, da, wo Mist ist, wo wir uns nicht wohlfühlen, da geht es explizit nicht lang. Das ist aber das, wo wir uns in der Vergangenheit immer gegenseitig zu benötigt haben, genau da lang zu gehen. Durch Gebote und Verbote und Moral und solche Sachen halt eben. Und das war alles Fremdsteuerung. Und das wird uns jetzt allen irgendwie bewusster. So, also allen, mit denen ich mich in der letzten Woche unterhalten habe, auf jeden Fall. Wir haben es alle mitbekommen. Wir haben es alle mitbekommen. Das hat den tollen Vorteil, dass wir uns da gerade alle drüber unterhalten können. So, und das ist halt eben noch eine Erkenntnis, die sich gerade immer mehr wirklich nicht nur in die Köpfe der Leute füttert, sondern ins Gefühl. Wir bekommen das Gefühl dazu, was wir die ganze Zeit schon theoretisch wissen, was richtig ist. Und das ist das, was gefehlt hat. Das sind die Erfahrungen, die eigenen praktischen Erfahrungen. Und das Gefühl ist halt eben das, dass es keine Die mehr gibt. Ja? In dem Wir-Trip findet nämlich keine Trennung, empfindet man keine Trennung mehr. Wenn man eins mit allem ist, dann ist man eben genau das Gegenteil. Nicht getrennt, sondern verbunden. Nicht verbunden, sondern einfach eins mit allem. Klingt logisch. So, und dann ist halt, wenn es keine die mehr gibt, auf die man noch irgendeine Verantwortung
abschieben kann, bleibt logischerweise nur noch ein einziger übrig und das bin ich in allem. Ich bin alles gewesen, was ich jemals wahrnehmen konnte. Alles, alles, was ich jemals wahrnehmen konnte in meiner Wahrnehmung, alles, was ich je gesehen habe oder gehört oder kennengelernt oder schuldig gesprochen oder als Feind empfunden, war ich. Es ist niemand anders da in meiner Wahrnehmungskugel. In meiner Wahrnehmungskugel bin ich beruhigend allein. Da bin ich der Herr über mein Universum. Und da ist das scheißegal, was irgendjemand anders außerhalb macht. Wenn ich mich nicht drum kümmern möchte, weil es mir nicht gefällt, brauche ich das einfach nicht zu tun. Bumm, Ende aus. Und das ist die große Neuerung. Das ist der große Unterschied zwischen neuer und alter Welt. Dass wir uns jetzt gegenseitig einfach mal die Freiheit geben, das zu tun, selber zu entscheiden, den freien Willen zu benutzen, beschäftige ich mich mit was oder nicht. Wir haben so lange unseren Kopf in der Dualität stecken gehabt, dass wir vergessen haben, dass wir ihn mal irgendwann da reingesteckt haben. Und das hat seinen Sinn. Es ging explizit genau darum, herauszufinden, was genau passieren muss, damit man, wenn man es mal vergessen hat, wieder rauskommt. Und das tun wir gerade. Wir kommen gerade an den Punkt, wo wir alle unsere Köpfe aus der Dualität ziehen, erkennen, dass wir immer mit einem zu tun hatten und alles, was wir auch nur ansatzweise benennen können, immer sich durch sein Gegenteil bedingt. So, und wir sind, ne, dann haben wir die Dualität vor uns mit den zwei Extremen. Und was in der Vergangenheit gewesen ist, ist, dass wir uns permanent gegenseitig gezwungen haben, unsere Nase in die Seite reinzustecken, die uns eigentlich unwohl fühlen lässt. Und all die, die sich gerade an ihren göttlichen Ursprung erinnern, immer mehr und ihn immer wieder immer mehr in sich fühlen, all die kapieren gerade, dass sie den freien Willen haben, selbst zu entscheiden, auf welche Seite dieser Dualität in der Materie, in der Wahrnehmung ich mich kümmern möchte. So, und ich habe keine Lust mehr, meinen Fokus auf Politik zu richten oder auf Sklavenarbeit oder auf irgendwelche Missstände. Und weil ich der Herr meiner Wahrnehmung bin, kümmere ich mich auch nicht mehr drum. Mein Fokus liegt inzwischen auf gänzlich anderen Dingen, nämlich auf den schönen Dingen, weil ich ein schönes Leben leben möchte. Und das funktioniert nur, wenn ich mich auf die schönen Dinge konzentriere. Und damit sage ich nicht, dass ich das andere ignoriere. Mir sind 24 Stunden am Tag die 100.000 Menschen bewusst, die heute draufgehen. Seitdem ich angefangen habe, so zu denken, weitaus mehr, als es früher jemals war. Ja, das nur alles als Inspiration. Ne, da halt auch nochmal. Auch das finde ich gerade, ich merke, wie immer mehr, wie ich in immer mehr Chaträumen mich wieder gerne aufhalte, weil auf einmal das Gegeneinander wie weggeblasen ist. Natürlich nicht in allen, aber in immer mehr Chaträumen ist auf einmal Einheit, es findet Austausch statt. Keine Rechthaberei mehr, keine Diskussion, sondern wir stehen alle nur noch mehr oder weniger staunend vor unseren Universen und können es nicht fassen und kapieren langsam, was es bedeutet, nichts zu wissen. Und genau darüber ist das irgendwie dazu gekommen, dass wir alle angefangen haben, nur noch unsere Gedanken in diese Räume reinzuschreiben
und uns immer mehr von den anderen inspirieren lassen. Immer deutlicher wird es, dass wir unsere Sachen, unsere Texte ins Internet setzen, um die Reaktionen darauf zu bekommen. Das hat mich vor allen Dingen unheimlich, hat das mein Bewusstsein erweitert. Dass ich durch meine Videos, die ich seit 5 Jahren mache, vor allen Dingen immer wieder neue Inspirationen angezogen habe. Und deswegen bin ich Inspirat. Ich bin kein Infokrieger. Bei mir geht's nicht um Infos. Ich nehme keine Infos mehr aus dem Internet, sondern nur noch Inspirationen. Und ich gebe keine Informationen, sondern ich gebe Inspirationen. Macht euch den Unterschied bewusst, wenn ihr mich in der Folge verstehen wollt. Ich inspiriere und ich lasse mich inspirieren, aber ich entscheide, wie ich mich verhalte. Und niemand anders mehr. Und ich entscheide das auch für niemand anderen. Ich sage niemandem, was er tun soll, wozu er sich entscheiden soll. Das ist alles euer freier Wille. Da habe ich gar keinen Bock mit rumzuhantieren. Das ist euer Ding. Könnt ihr bitte selber machen. Ja, toll ist das alles. Ich finde das klasse, wie wir uns hier alle auf Augenhöhe wirklich und kapieren, dass es hier nicht darum geht, irgendwie eine neue Form von Regierung oder eine Sekte oder was, sondern dass es hier einfach um freie Menschen geht, die angefangen haben, sich frei auszutauschen, ihr Leben nett miteinander leben und Zeit miteinander so zu verbringen, dass es Spaß macht. Voll geil! Ja. So, ne, ich bleibe weiter auf Peace Trail. Ach so, ja, auch. Das ist natürlich dann über das alles auch noch passiert. Ihr habt es vielleicht am Anfang schon gesehen. Es gibt ein neues Logo für den Peace Trail, kombiniert mit dem Zeigt euch. Ne, das ist das, weil wir alles zusammen machen, können wir auf einmal Sachen, Aktionen zusammen machen. Wo? Ne, das ist auf einmal zusammengekommen. Jetzt hier steht drauf, dass This is Woodstock den PT11 präsentiert und das Ganze unter dem uns bekannten Zeichen von der Claudia mit dem Pfeil nach oben. Ich finde es super geil. Ich finde das toll, dass das so entstanden ist. Als ich das bekommen habe, habe ich es sofort angefangen zu verbreiten und das Sinnigste gemacht, was mir damit einfiel. Nämlich, ich habe es auf Facebook direkt als Profilbild eingestellt, weil das ist, macht es euch bewusst, das ist unsere größte Plakatwand ist unser Profilbild. Wenn wir irgendwas Sinniges zu verbreiten haben, ist unser Profilbild eigentlich genau das fette Teil, weil egal wo wir es hinschreiben, taucht das dann auf. Und ich habe halt gesehen, dass andere Leute genau das gleiche auch schon gemacht haben. Wenn wir jetzt wirklich ein paar Wochen dieses Logo, was ihr am Anfang vom Video gesehen habt, als Profilbild setzen, hat das natürlich dann vor allen Dingen, dann zeigen wir uns wirklich. Dann spielen nämlich unsere Gesichter keine Rolle mehr, weil die findet man hinter den einzelnen Links. Aber wenn dann auf einmal, keine Ahnung, alleine 100 Leute schon mal als Profilbild dieses Ding da stehen haben, dann wird es wohl auffallen. Ne? Also haben wir uns alle zusammen geschaffen. Wäre cool, wenn wir es alle zusammen nutzen. Super geile Sache, finde ich total geil. Ihr seid cool. Das ist ein geiles Team hier. Fett, mit euch macht's echt Spaß zu arbeiten. Super geil. Dankeschön. Bis bald.